ist auch eine Form des Überlebens, wenn man seinen Geist in die Datenwelt transferieren kann oder seinen Geist. Was ist dein Pfad? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können sein. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es erst genug Führige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Aber dies wurde zu wirklich. Wenn hundert eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden tausend verhandeln? Zehntausend? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte ein Satz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen. Aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Es ist sehr krass, muss ich sagen. Ich gehe mal ganz kurz gucken, aber ich denke mal, das wird mich einfach zum nächsten Punkt bringen. Aber es ist schon mal interessant, der Gedankengang auf ewiges Leben. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Nuno. Wir müssen vorsichtig sein. Nicht nur das. Wir kommen nämlich auch gerade in dem Sinn-Thema Schicksal. Das, was Juno aufzeigt, ist Schicksal. Aber wer ergibt sich seinem Schicksal? Natürlich jener, der an Schicksal glaubt.
Aber er hat gar nicht so Unrecht. Was wäre passiert, wenn er sie nicht getötet hätte? Sie haben ja füreinander empfunden. Also, es war schon eine gewisse Art, dass man sagen konnte, okay, da war Liebe im Spiel. Und... Hä? Okay. Wer weiß, also Liebe kann sehr mächtig sein. Und insofern, wer weiß, ob da überhaupt irgendwas passiert wäre. Also insofern... Ist das auch wahrscheinlich nicht komplett richtig, was Juno tut hier. Jetzt bin ich unten. Klasse. Hä? Ich bin total verwirrt jetzt hier. Hä? Jetzt habe ich irgendwo den Absprung verpasst. Ich muss doch nach da oben. Ah. Nee, von hier. Von hier komme ich. Ja gut, das hat ja noch Zeit. Letzten Endes. Ich muss dahin. Ich weiß nicht, ob da noch ein Abspann kommt. Also wie gesagt, er hat nicht recht. Er hat schon recht, was, also Desmond hat recht, was auch, was er gerade gesagt hat. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Und sich das Recht rauszunehmen, zu sagen, ich kann... kann halt in die Zukunft, Vergangenheit oder whatever sehen. Es ist wahrscheinlich ein Schicksal, was sie akzeptiert haben. Oder ein mögliches Schicksal. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Gut, wir brauchen sowieso erst die nächste Energiequelle, bevor wir dahin gehen. Also gehen wir mal wieder in die, ich wollte gerade sagen, in die Matrix. Hoppala. Guck an. Das ist ja eine Verarschung. Erzählst du jetzt noch was? Nein. Okay. Gut, dann wollen wir mal uns wieder in den Sessel schwingen. Viel Glück, Desmond. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Connor! Denn nur wenn ich meinen Feind kenne... Hast du einen Moment? ...kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Shengbao. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Ein erwachsener Mann. Hallo. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann such es Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen.
Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in ein Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum? Schön, jetzt haben wir da unten Untertitel, das hat sich schön überschnitten gerade. Wartet mal, mir fällt doch gerade was ein, ich habe noch den Tipp bekommen. Ich gerade überlegen muss, wie komme ich denn da hin? Benachrichtigung, Animus, DNA. Option, mir wurde nämlich der Tipp gegeben, ich möchte doch die Unterton- oder Untertitel anmachen. Da es früher oder später Probleme gibt mit diversen Sprachen oder mit weglaufenden Leuten oder Belauschen oder was auch immer. Und kann ich natürlich nachvollziehen. Moment. Gut, wir haben die nächste Mission. Ich weiß gar nicht, den Hafenmeister aufsuchen, um Zugang zu weiteren zu bekommen. Was ist da drinne? Okay. Conne. Wie viele Jahre sind jetzt vergangen? Ich habe schon gedacht, jetzt kriegt er eine schwere Kunde, dass die Dame verschwunden ist. Ach, er selber gibt einen Auftrag, okay. Enzyklopädie. Also ich werde heute, es ist schon relativ spät, werde ich die neue Mission nicht mehr starten. Ich gucke jetzt mal, dass ich das Ding hier noch ausgebaut bekomme. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht. In Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten. Ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit. Um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. LT halten, okay. Ach du Scheiße. Jetzt schreibt er ein Buch und ich muss die Dorfbewohner... Ich will nicht analysieren sagen, das klingt so... Ist aber eigentlich richtig, ne? Hinkelbein-Mission. Oh. Okay. Ich gehe jetzt immer noch ein bisschen dem hier nach. Ich bin eh schon seit über 2 Stunden im Aufnehmen. Ich hoffe, die Datei wird nicht beschädigt oder ähnliches. Versuch noch mal. Kannst du mir helfen? Na klar. Was brauchst du denn, junge Dame? Lautloser Jäger, okay. Hallo, Schönheit. Bist du wohl auf? Was glaubst du denn? Wie ist das passiert? Wilderer in den Wäldern. Ich bat sie zu gehen. Das war ihre Antwort. Komm mit. Wir müssen uns deinen Arm ansehen. Die Männer, die mir das antaten? Die können warten. Deine Wunde jedoch nicht. Oh, ganz Gentleman. Ha. Guck an. Du schaffst es bis zum Haus. Mein ja. Gott. Es ist nur eine Fleischwunde. Und am Arm. Miriam. Lebst du hier in der Nähe? Ich habe keine Heimat sozusagen. Ich brach als junges Mädchen ins Grenzland auf und seitdem verbringe ich mein Leben hier. Ich lebe, wo das Land es mir erlaubt. Eine ungewöhnliche Wahl für eine Frau aus den Kolonien. Nein, wohl nicht. Ich hatte die Wahl. Entweder das, der Konvent oder ein Bordell. Ich entschied mich für die frische Luft. Vernünftig. Hilfe! Hilf mir! Connor, was machst du da? Die Wilderer müssen gestoppt werden. Ich sah sie von meinem Hochsitz aus. Geh dorthin und du wirst keine Probleme haben, sie zu finden. Nimm den Wurfpfeil, wenn es geht. Du brauchst Übung damit. Tatsächlich, ja. Mal gucken, was das für ein Ding ist. Wie nützlich vor allem. Das wird bestimmt auch witzig. Oh, Alter, wie geil finde ich das denn hier mit der Kluft. Vor allem, wie schnell der erwachsen geworden.
ist... Ach, das war ein Hase. Ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt schon wieder? Jetzt nicht mit Husten anfangen. Das war echt unschön. Okay. Wartet mal. Ich gehe über den Baum. Über den Baum. Ey. Danke. Wartet mal ganz kurz. Ich hoffe, der letzte Husten verschwindet auch bald. Er nervt hart. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Haben wir schon, okay. Alter. Letzte Worte. Schnell, er ist dort. Ach so. What the fuck? Lass mich mal kurz alleine, Wolf, ne? Du hast gerade Beute gemacht. Alter! Nein! Okay. Was? Bitte was? Johnson wird bei Teile des Mohawk-Landes, das er gekauft hat, für die Jagd freigeben. Vielleicht machen wir da oben einen guten... Gleich genau im Visier. Untersteh dich. Okay. Hallo, danke. Seid ihr Freunde? Oh Gott, das wird ein Wettlauf. Du
schießt im Wald auf Fremde? Ist das üblich bei der Jagd, da wo du herkommst? Nein. Verschone mich. Na los, erzähl deinen Freunden, was hier passiert ist. Das so eine gute Idee war? Ich wage es zu bezweifeln. Wartet mal ganz kurz, waren wir jetzt hier nicht? Weit weg, nee, schon gut. Können wir nicht direkt zum Haus? Kann ich nicht. Manu. Na gut. Ich muss laufen. Oh Gott, ich bin morgen so heiser, das weiß ich jetzt schon. Das Schlimme ist, morgen ist eigentlich die nächste Aufnahmesession. So zumindest geplant. Heute Nacht wollte ich eigentlich alles durchrendern. Aber, ja. Ich gebe jetzt die Quest noch ab und dann werde ich jetzt erstmal Pause machen, alles durchschnibbeln und in den Render schubsen. Und vielleicht morgen noch einen Teil davon aufnehmen. Zumindest haben wir wieder einen Teil geschafft. Ich hoffe, es klappt auch alles. Müsste eh gleich zu Ende sein, sehe ich gerade. Vielen Dank, Achilles. War mir ein Vergnügen. Warum schossen die Männer auf dich? Es ist kein Geheimnis, dass das Land voller Wild ist. Auf meinem Weg, mir die Jagderlaubnis zu holen, bemerkte ich die Eindringlinge und ich schlug ihnen vor, dasselbe zu tun. Die Früchte des Waldes sind nicht mein Besitz. Es steht dir frei, hier zu jagen. Doch es wäre gut, deine Überschüsse mit den anderen zu teilen. Nun gut. Einverstanden. Tada! Schon haben wir eine Jägerin. Die auch noch scheinbar solo ist. Da haben wir was für Connor. Pelze, Kräuter und andere Jägerswaren stehen nun bei Miriam zur Verfügung. Gut! Meine... volle Sync, okay. Miriam ist da. Ich will mal ganz kurz testen, wie das ist mit dem Analysieren. Was? Siehst du was? Oh! Aha, Jägerin. Okay, gut. Also wir lassen es mal. LT war es übrigens, ich habe die ganze Zeit RT gedrückt. Ist ja auch egal. Dann danke ich mal fürs Zuschauen bis zu dieser Stelle. Es wird eine neue Folge werden, denke ich mal, oder ein kleiner Cut. Ich sehe gerade, meine Platte ist tatsächlich gleich voll. Ich will es nicht provozieren und insofern verabschiede ich mich auf richtigen Weg. Danke fürs Dabeisein. Bewerten, kommentieren nicht vergessen und natürlich bis zur nächsten Folge. Macht's gut, liebe Leute. Bis dann.